Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade auch so gesehen habt, aber für mich sah das nach Ganons Pferd aus. Riesenpferd. Tatsächlich. Ich würde das natürlich echt gerne zähmen. Das Problem ist nur... ich weiß leider nicht, wie ich zu einem Stall komme hier. Hier ist halt absolut kein Stall in der Nähe, ne? Scheiße. Da müsste ich bis da hinten, ne? Also können wir probieren, den zu zähmen. Aber das ist wirklich das Riesenpferd von Ganon. Ich würde mal sagen... Hier ist der Krok. Yes. Oh, wir haben bald wieder 100 Krok-Sämen. Nice. Hier... Was ist da? Ach, da ist noch ein Krok. Ah, okay. Ja. Also, wer das Riesenpferd will... Kannst du dich hier gönnen? Ich habe ein Foto, das reicht mir eigentlich. Und das ist... ich glaube, das ist auch gar nicht so schnell, das Ding. Ich glaube, das ist sehr stark, aber Schnelligkeit hat das nicht so. Nicht wahr? Ja, Riesenpferd. Crazy. So, irgendwo da ist auf jeden Fall... Okay, das ist ja witzig, wenn ich das Vieh da getroffen hätte. Hier wäre eine Höhle noch. Tatsächlich. Das ist die Höhle für den Schrein, ne? Ich brauche den Schrein auch nicht zu markieren. Da gehen wir aber später rein. Wir gehen jetzt erstmal nach hier hinten. Den Krok. Den Krok. Den Krok und dann hier in diese Höhle hier. Und hier ist noch so ein komischer Schildtyp. Nice. Ja. Und dann haben wir dieses Riesending wieder fertig gemacht. Nice. Ist da eine Höhle? Nee, das ist keine Höhle. Das sah nur so aus. Okay, den Krok habe ich schon mal. Ne? Oder was? 97? 96. Hallo? Cool aus, ne, hier. Sieht schon nice aus. Ah. Was hat er denn dafür? Was ist das denn für ein Schild? Ich dachte, ihr baut Sachen gerade, aber der ist ja unfassbar schräg.
ich habe wieder sowas von keinen Bock auf den Typen, ne? Weil der dann wieder so sagt, nein, das hält nicht. Mama, lass mich raus. Hallo? 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 Jetzt liegt da so ein Fickholz drunter, ne? Nein, ich bin nicht aggressiv. Ganz und gar nicht. So. Das Ding ist schon mal super. Dann kann ich vielleicht auch noch gebrauchen. Und zur Not noch das. Kann es sein? Natürlich. So. So, viel umfallen kann er nicht. Viel umfallen kann er nicht. Gucken wir mal. Ja, passt. Der ist so doof. Okay. Ach, falsch. Es stand schon richtig. Scheiße. Naja. Da ist die Höhle, ne? Wir wollen jetzt zuerst zur blauen Markierung, genau. Und danach zur Höhle erst. Corgi! Moin! Ah, und da unten ist noch ein Krog, da gehen wir auch noch. Hui! Okay. Also brauchen wir eine Rakete. Es sei denn, hier liegt zufälligerweise irgendwo eine. Nein. Wir müssen echt mal neue Raketen nachholen, ne? Also. ...98. Und damit waren das die letzten Crocs von dieser unteren Insel. Das heißt, wir können danach hier hoch. Doch hoch. Doch hoch können wir. Ja, ja, nicht? Könnten auch theoretisch, ne, hier rüber fliegen, aber... Ich meine,
Da ist halt kein, also ich denke mal, dass da ein Schrein ist, aber ich weiß es halt nicht. Und wenn da kein Schrein ist, habe ich da eigentlich keinen Bock drauf gerade. Also eigentlich, ne? Eher lassen. So, auf in die, Fahrzeug gerettet. Nice. Komm, Nero. Hier ist einiges für dich zu tun. Hier ist einiges zu tun. Steinsalz, langweilig. Diamant! Ja, Diamant! Nice! Und Maxi-Trüffel. Geil! Nice. Eine Kiste gefunden. Das ist wirklich so ein Piratenschatz, ne? Hi. Na? Ich bräuchte mal meinen Kumpanen. Hallo. Spawnt neu. So, kommt hier rein. Ich will den Fettklops haben, ja. Ach, Bendubin. Was? Bist du? Ist auch egal. Du bist meine Rettung. Ich stecke hier ziemlich in der Patsche. Hast du meine Flaschenpost bekommen und bist gekommen, um mich zu retten? Da bin ich aber leichter. Das war meine letzte Hoffnung. Nachdem was in Angelstädt passiert ist, konnten wir nicht mehr fischen. Ja, ich weiß. Ich weiß, was in Angelstädt passiert ist. Ein Hunderter rum? Ja. Danke. Immerhin. Na, ich mach mich auf den Weg. Wenn wir es das nächste Mal begeben, kauft er was von meinen Waren. Lol. Lul. Bist du ein Leuchtsamen hier, ey? Aber warte mal. Oh! Wir hätten es fast geschafft, ne? Ich habe das aber auch gerade wirklich nur per Zufall gesehen, dass über uns einfach das Maioi ist. Komm schon. Oh, nee, er hat zu viel Drall nach vorne. Er hat zu viel Drall nach vorne. Schade, ich wollte den Fisch haben. Jetzt habe ich ihn. Hallo! Okay, hier gibt es nur ein paar Leuchtsamen. Die ich mir natürlich holen werde. Hallo, Lootfinger ist am Stissel. Ich brauche die.
Wenn jetzt einer hängen bleibt, ist mir das egal, ne? Ich meine, wir haben jetzt 600 oder so wieder. Ist egal, solange wir raus sind. Hey! Ciao. Okay, damit haben wir die Höhle durch, die Krogis durch und jetzt kommen wir zum nächsten. Wir könnten auch darüber, ne? Aber ich habe eigentlich keinen Bock auf diese Insel da hinten gerade. Ich weiß, dass sie noch gemacht werden muss, aber ich habe da jetzt einfach... Nö, ich will einfach nicht. Ich will jetzt einfach diesen Schrein da haben. Ach. Schade. Das Gefährt können wir eh gleich nicht mehr mitnehmen. Eigentlich auch keine Kälteschutzrüstung mehr, ne? Sehr weit nach unten. Oh, die drei Klammerechsen hätte ich jetzt so gerne eingesammelt. Scheiße. Oh. Ein Schrein, wo wir nicht hin können. Lass deinen Scheiß Luft bei dir, Mann. Warte, bevor ich hier unten das flute, ne? Ach, wir haben einen Zweihänder mit Königsschwert. Ach, der hat auch Stufe 10, ja, okay. Ist aber neuer. Manuel. Neuer. So, dann fluten wir das Ding jetzt. Ein Schrein unter Wasser. Ciao. Nietzsche One. Damit wäre das untere Gebiet dann fertig. Das heißt, wir können uns gleich wieder zum Institut porten. Wechselwirkung. Okay, die Truhe ist schon mal da. Sehr gut. Gut zu wissen. Ich brauche dich mal kurz. Sonst komme ich nämlich nicht da hoch. Hüpp.
Wie soll ich denn um die Ecke springen? Boah, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Geht bestimmt auch anders. Aber wir haben es jetzt so gemacht. So, was muss ich denn tun? Boah, der geht genau ins Loch. Lol. Das war... Man muss es auch lang genug anhalten, damit das aufgeht. So. Kiste haben wir schon. Ich weiß doch nicht, wie man sonst an die Kiste gekommen wäre. Kein Plan. Aber ja. Ist mir egal. Segenslicht und Heilung. Sehr schön. Der Schrein, der unter Wasser war. Ich habe gerade gesehen, da oben ist noch eine... Und da ist auch noch eine... Ne? Also, ne? Muss man ja auch mitnehmen, alles hier. Richtig. Ist da oben irgendwas Relevantes? Ja. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Minero? Alter, ich will doch nur nach oben. Meine Güte. Die hält mich die ganze Zeit auf. Schwierig. Sehr schwierig. Ah, stimmt. Es gibt nur eine Sache, die uns fehlt. Frosch? Froggy? Quack, quack. Aha. Boah, der war die ganze Zeit hier eingesperrt mit dem Wasser. Oh mein Gott. Das ist ja super, dass wir den hier befreien, Alter. Weil das Wasser stand vorher bis zu dieser... Ja, bis zu dem Eingang quasi. Der müsste eigentlich schon tot sein. Weil er unter Wasser war die ganze Zeit. Aber okay, er hat überlebt. Weiß zwar nicht wie, aber hat er irgendwie geschafft. So. Ebenholzbärsch, ne? Und Hateno, die restlichen. So, zum Satori-Tree gehen wir natürlich auch. Ich sage auch immer bewusst Tree. Ich richtig schön falsch aussprechen einfach. Hier ist noch ein Krog. Da ist noch ein Krog. 1000 Krogs. Wäre schon geil, wenn wir das jetzt noch schaffen würden, aber ich glaube jetzt nicht wirklich dran. Aber hey, retry. We gonna try, try, try. And we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn. Ich weiß nicht mal, wer der Sänger davon ist. Kein Plan. So, ach, hier ist wieder Spacko-Professor. Obelo. Ach, ich mag Obelo. Obelo!
Oh, Belo! So, kugeln wir mal, wo die Kröcks hier sind. So, wir müssen hier auf den Berg hoch. Ich könnte mir ja jetzt wieder so ein Fahrzeug genehmigen, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Mit dem Fahrzeug würden wir es auf jeden Fall in dieser Folge schaffen, aber ohne Fahrzeug können wir es knicken. Klammerkröte für mich, sehr schön. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Kakariko, diese Schlucht da, dass da ganz viele Klammerkröten sind. Weil davon brauche ich echt noch welche. Brauche ich für das Klettergewand, glaube ich. Oder was für das Nachtgewand. Das war für das Ninja-Gewand, stimmt. Für das Speed-Gewand. Ebenholz. Oh, und Krog natürlich. Achso, da auf der anderen Seite ist das Gegenstück. Ah, ist klar. Okay, cool. Ist da unten gar nichts? Sieht so aus, ne? Auf der Map ist da nämlich auch überhaupt nichts verzeichnet. Naja, wir gehen jetzt erstmal auf den Ebon Olds. Vielleicht, Satoli und das gebrochene Herz. Oh, eine Fit-Karotte. Der will aber Obst haben. Wenn ich das richtig hab. Oh, es sieht schön aus. Boah, das sieht richtig cool aus. Alter, wenn ich nicht schon ein Thumbnail hätte, würde das mein Thumbnail werden. Oh komm, ich nehme das als Thumbnail, ist mir egal. Sieht echt cool aus. Ja, okay, da hinten wird mir eine Höhle angezeigt. Aber gar nicht so viel wird mir hier angezeigt, ne? Aber das sah gerade echt geil aus, ne? Muss man sagen. Okay, der zeigt mir halt hier die Höhlen an, wo wir schon drin waren. Und halt die da hinten. Klar, da hinten ist eine Höhle. Da unten ist eine Höhle. Oh, da hinten zeigt er mir auch die Höhlen an. Okay. Wo sind das? Guck genau hin gerade. Ach, das ist die Höhle. Okay. Da hinten zeigt er mir auch die Höhle an. Irgendwo ganz weit hier hinten. Nee, das ist irgendwo da, aber das ist noch irrelevant für mich. Okay. Muss man von dem Herzding hier so ein Foto machen? Was? Lichtschuppenlanze. Ach so, ja, mach ich ein Foto von Sidon einfach. Jetzt hat er's.
Das heißt, dein Bergspalter. Ach, den haben wir schon fotografiert, ne? Ich mach mal einfach ein Foto von diesem Herzding. Vielleicht braucht man das irgendwann. Für eine Quest oder so. Ich weiß es ja nicht. Oh! Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sieht aus für mich wie... wie gemacht einfach. Guck mal hier. So, hier ist irgendwo ein Krog. Nicht du, okay. Kroggy. Kroggy? Da unten? Irgendwo hier habe ich doch eine Markierung gemacht. Ja, ich stehe auch genau drauf. Bring his friend back. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Krog finden, der zurückgebracht. Ach, das ist der hier unten. Das ist der hier unten. Bei Zeldas Haus. Aber die Folge ist so vorbei. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und tschüss.